Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und ich bin jetzt auf dem Weg nach Ikebukuro. Ich treffe mich dort mit einer Bekannten aus Instagram zum ersten Mal. Ja, mal schauen, was wir in Ikebukuro so machen werden. Ich sehe es kommen, dass wir eh im Pokémon Center landen werden. Und wir wollten was essen gehen. Und ja, ich denke, wir werden einfach einen schönen Nachmittag miteinander verbringen. The Tokyo Tamagawa Line, please transfer at the station. The stop after Tamagawa will be Denyen-Chofu. So, ich bin jetzt in Ikebukuro und Ikebukuro Station ist für mich genauso wie Shinjuku. Dadurch, dass ich ja immer mit der Subway fahre und die meisten mit der JR und dass zwei verschiedene Bahnhöfe sind und in zwei verschiedenen Enden sind, habe ich aber immer wieder Probleme, Leute zu treffen. Und im Endeffekt müssen die immer zu mir kommen, weil ich nie weiß, wie ich da hinkomme, wo die sind. Und ja, ich warte jetzt auf Yuko. Ich hoffe, sie findet mich, weil ich habe es gerade versucht, ich habe es nicht geschafft, sie zu finden. Das Pokémon Center einfach so sehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt kaufen soll. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas kaufen. Irgendwas, auch wenn es so Stifte sind. Oder Washi-Tape. Irgendwas. Ja. Also irgendwas habe ich doch gut gemacht in meinem Leben hier, dass ich wenigstens eine Sache von Connell mitkriege. Und das ist hier oben auf dem, wo sind wir eigentlich, Ikebukuro Sunshine City Observatory Plattform. Und es ist hier oben zurzeit eine Conan-Ausstellung und ich bin verliebt. Ja, in ihn. In die Figur da hinten. In alle. Oh, das Kaito-Kid! Oh, ist echt schön. Ja. Wo sind wir hier? Meiji Jingu. Lustig. Guck mal, geradeaus durch würde man Yokohama sehen, aber man sieht Yokohama nicht. Halt auch, dass es nur so spiegelt, ey. Ja. Oh, der Tokyo Tower ist echt hübsch. So, aber ich gehe jetzt erstmal hier zu meinem Schatzi. Ja, ja.